Sport nach der Arbeit, der entspannt mich und lässt mir den Kopf mal frei werden. Ich mache das sehr, sehr gerne und das kann ich auch etwas im Beruf einbauen, dadurch, dass halt bei Bilfinger nicht nur vor dem PC gesessen wird, sondern auch mal ordentlich angepackt wird. Das ist eine Produktionsanlage von chemischen Stoffen bzw. chemischen Flüssigkeiten. Meine primäre Aufgabe liegt darin, die einzelnen Ventile oder halt die jeweiligen Messgeräte, die mit Strom gesteuert sind, zu überwachen, funktionstüchtig zu halten und falls etwas kaputt ist, sie auszuwechseln bzw. zu reparieren. Dazu machen wir die Programme der einzelnen Anlagen bzw. erstellen die Programme, wie die Anlage läuft, wie die Algorithmen ablaufen sollen. Ein Freund von mir, der hat mir erzählt, was Bilfinger so macht, dass sie auch einer der größten Industriedienstleister sind. Das fand ich halt interessant und habe deswegen auch gesagt, ich möchte mich dort bewerben. Ich bin an sich ein sehr ruhiger Typ, habe viel Durchhaltevermögen. Von daher denke ich mal, dass ich diesen Beruf sehr, sehr gut ausüben kann, dadurch, dass Probleme nicht immer ganz einfach zu erkennen sind und dass man halt manchmal doch etwas länger braucht, um sie zu erkennen. Am meisten Spaß macht mir eigentlich die Problemerkennung und die Problemsuche an verschiedenen Anlagen bei Kunden. Dadurch, dass wir viel im Außendienst sind, kommen immer wieder neue Probleme und auch recht viele Probleme auf uns zu. Das ist eigentlich immer sehr interessant und sehr spaßig. Drei Dinge, die man mitbringen müsste. Einmal keine Angst vor großen Aufgaben, einmal Interesse am Beruf und einmal Interesse an Elektronik. Wenn du nicht nur laufen willst, sondern auch mal was anpacken willst, dann bewirb dich doch einfach bei Bilfinger.